Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei Pizza Connection 3. Wir sind beim Kapitel Neue Spuren, Kapitel 10, in dem zum Gegenschlag Australien erobert wird und ein paar unbequeme Wahrheiten ans Licht kommen. Beim letzten Mal, da waren wir ja in Rom, haben ein bisschen mehr darüber gelernt, wer wir sind, wer unsere Antagonisten sind, nämlich die böse, bucklige Verwandtschaft, mit dem wir uns leider rumschlagen müssen. Und naja, weil die meinen, uns ärgern zu müssen, ärgern wir die einfach zurück. Und das machen wir jetzt augenscheinlich, so wie es aussieht, in Sydney. Ich bin gespannt, worauf es hinauslaufen wird. Und ob überhaupt noch alles von uns steht, oder... Oi. Was haben die denn alle angeblich für Schwierigkeiten? Hat keinen Gemeinschaftsgeist gesetzt? Was ist denn Gemeinschaftsgeist? Ist das hier? Ah, warte. Ach so. Mein bestimmtes Attribut deines Restaurants zu verbessern. Ja, das ist... Werter Wettbewerber, wir freuen uns, Sie im Preiskampf mit uns begrüßen zu dürfen. Seien Sie versichert, dass Sie ihn nicht gewinnen können. Unsere Mittel dürfen die Ihren um ein Vielfaches übertreffen. Zumal Sie ja bereits einen guten Teil Ihrer Mittel beim Bruderkampf mit den Frodatos verpulvert haben. Wenn zwei sich streiten... Wir freuen uns auf den Wettkampf. Ach, wäre er doch nur spannender. Mit sportlichen Grüßen, Carlo Catturato, CEO Pizza Cattura. So, ein mieser Drecksack. So. Preiskampf. Eine amerikanische Firma drängt auf den australischen Markt, hat die Konkurrenz schon komplett aufgekauft und verkauft ihre Pizzas für Preise, die nicht einmal die Kosten decken. Und deine Finanzen sind durch den Kampf mit den Frodatos ohnehin schon ziemlich unter Druck. So weit runter kannst du mit deinen Preisen nicht gehen. Du musst wohl mit anderen Mitteln dagegen halten. Okay, wir müssen erstmal unser Budget erhöhen. Dazu schauen wir mal. Womit könnten wir... Oh, ich muss dringend mal hier alles reparieren. Das sieht ja aus wie die Sau hier. Ich würde sagen, nehmt ihr mal den Einzugsbereich, der sich jetzt deutlich vergrößert hat. Sehr geil. So, und bei dir würde ich sagen, mit Geschwindigkeit der Angestellten. Bei dir hier hinten. Mit der Qualität der Angestellten. Und bei unserem letzten hier, da würde ich sagen, nehmen wir auch den Einzugsbereich. So. Gucken wir mal, dass wir unser Budget erhöhen. Doch zunächst sollten wir hier einmal reparieren. Kostet leider Geld, aber es muss sein. Warum fängst du jetzt wieder an zu ruckeln? Böses Spiel. Ich habe übrigens mal, oder was heißt mal? Die Tage hat ja der gute Planlos gestreamt. Erstmal schöne Grüße. Der Planlos ist nämlich ein Kumpel aus der Gaming-Community. Und der hat sich deutlich mehr Mühe bei der Einrichtung seiner Restaurants gegeben. Und ich werde mir davon ein bisschen was abkopfern. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht krumm, Planlos. Jedenfalls werde ich dann schauen, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich die Möglichkeit habe, ein Restaurant einzurichten. Also ich habe theoretisch jetzt die Möglichkeit, da wir allerdings ein bestimmtes Budget brauchen, sollten wir uns da nicht zu weit aus dem Fenster mitlehnen. So, ich hoffe, wir kriegen überhaupt Pizzen verkauft. Ja gut, ich meine, der Tag hat ja jetzt gerade erst angefangen, ne? Von daher haben wir ja durchaus ein bisschen Zeit. Ich denke, das mit dem Budget sollten wir hinbekommen. So, warte mal, das ist Pizza Dreamtime. Wer ist denn jetzt der Konkurrent? Welche Farbe hat der denn? So, Uluru, The Outback. Dann bist du das eigentlich nur, ne? Ist ja dann die? Hä? Ja, wer ist denn nun unser Konkurrent? Mensch. Bin ich bekloppt? Okay, keine Ahnung. Nun gut, dann ist das halt so. So, hier läuft es auf jeden Fall erst einmal, auch wenn gerade ausnahmsweise recht wenig Bestellungen reinkommen. Aber es ist, glaube ich, einfach nicht die Zeit. So, aber sobald wir dann wissen, welchen Gegner wir hier zu bekämpfen haben, können wir auch dann endlich mal in die entsprechende Richtung handeln und den auch sabotieren. Aber wie gesagt, zunächst kümmern wir uns einmal um das Budget. Das Ziel haben wir, dürfen wir ja gleich relativ schnell erreicht haben, wenn es nicht irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dass zum Beispiel hier einer den Ofen sabotiert, den wir dann ersetzen müssen.
Dürfte dann ja soweit alles klappen. So, Qualität über Quantität. Die ganze Strategie von Katuro hängt davon ab, wem zuerst das Geld ausgeht. Und das wirst nicht du sein. Zeig deinen Konkurrenten, dass Qualität über Quantität steht, indem du deine Pizzen an den Gast bringst. Greife zu unschönen Mitteln, wenn es sein muss, und pass auf, nicht zu sehr in die Miesen zu geraten. Ja, ist gut. 20 Pizzen verkaufen, das dürften wir ja ohne weiteres Zeit noch hinkriegen. Gut, auch wenn jetzt gerade scheinbar nicht so der Ansturm da ist. Ja, wobei, es wird doch so langsam, aber sicher. Also ich muss sagen, die ersten beiden Ziele in dieser Mission, die sind schon erschreckend einfach, würde ich sagen. So. Aha. Was kommt jetzt? Diese Amerikaner, wer immer die Investoren hinter Katuro sind, es sind wahrscheinlich Amerikaner und die wollen ihr Geld zurück. Kein Pizzakrieg, du solltest ihnen die Pizza versalzen. Katuro hat bereits eines seiner Restaurants aufgegeben. Gib nicht auf und überzeuge die Menschen von deinen deliziösen Pizzen, um ihn in den Ruin zu treiben. Ah, sehr schön. Das sind, glaube ich, alles seine Restaurants, aber auf jeden Fall dürfte das hier dann wohl das nächste sein, vermute ich zumindest. Ja gut, dann dürfte das Ziel ja recht einfach sein. So, wir könnten vielleicht mal für bessere Bewertungen, könnten wir auch tatsächlich jetzt, wo es monetär ja läuft, auch mal die Qualität wieder hochschrauben, zumindest auf Supermarktniveau. Na, bei dem hier weiß ich nicht, weil da würden wir wegen dem Lieferdienst, glaube ich, sehr viel Geld verbrennen, ist jetzt zu viel gesagt, aber es würde einfach sehr, sehr teuer sein. So, dann da nochmal erhöht. Haben wir hier schon oder haben wir da oben? Ich weiß es gerade nicht. Nein, hier müssen wir noch, alles klar. Goodie, goodie. So, dann erhöhen wir mal alles. Hier könnten wir auch einige Leute abstauben. Da ist jetzt die Frage, lohnt es oder sollen wir das jetzt erstmal einfach so weiterlaufen lassen? Komm, wisst ihr was? Wir machen's. Denn ich will tatsächlich mal ein bisschen so wie planlos sein. So, wir nehmen... Na, wir nehmen das, da haben wir das größere Lager. Den nehmen wir so. Hier kommt das Lager hin, hier kommt der... Jawohl, hier kommt das Lager hin, da kommt der Speisesaal hin. Und hier die Küche. Ach. So, Speisesaal, Lager... Küche, noch einmal für Nicht-Vollidioten. So, wir machen das Ganze. Ach, wir haben ja schon Stufe 3. Sehr schön. So, wir machen es topmodern alles. So, du kommst dahin. So, denn der Planus, der arbeitet mit viel mehr von diesen Sachen hier. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und wir gönnen uns jetzt dann tatsächlich mal die Zeit und richten ein bisschen gemischter ein. Denn der Planus, der hat es auch sehr gemischt gemacht. Und das ist dahingehend echt geil, muss man sagen. So. Erstmal würde ich sagen, sollten wir versuchen, den Raum ein bisschen aufzuteilen. So, mit Raumteilern. Die stehen ja nicht umsonst da, die Dinger. So, wisst ihr was? Wir machen das so. Wir machen hier eine klassische Ecke. Brauchen natürlich noch genug Platz für die Stühle. Und es passen nämlich auch locker so zwei nebeneinander an eine Ecke. Also an eine Seite. Das heißt, wir können unser Restaurant mit wesentlich mehr Plätzen ausstatten. Und das ist doch mal sehr schön. So. Dann machen wir na, die Pflanze ist vielleicht ein bisschen groß. Ja, wobei, kommen wir gönnen uns das mal, weil dadurch, dass wir hier mehr einzelne Plätze haben, ist das, glaube ich, auch ganz okay. So, dann nehmen wir hier den klassischen Raumteiler. Machen wir es mal so.
Na, wobei, ich glaube, wir müssen das noch nicht mal so machen. Wir machen es so. Dich entfernen wir. Warte mal. So, weg mit dir. So, wie bringen wir dich da besser hin? Da ist nämlich noch ein bisschen Potenzial. So machen wir es. So, da haben die Bonzen hier rechts schön ihre klassische Ecke, die ein bisschen für sich stehen kann. So, dann gönnen wir uns hier eine. Wobei, na komm, das sollten wir vielleicht dann im einfachen Stil machen. Wollen wir das einfach machen, oder? Genau, wir brauchen noch eine Beleuchtung. So, klassisches Licht. Hallo? So, ein bisschen klassische Beleuchtung hier hinten. Ah, das ist doch Stimmung, ihr Lieben. Und da auch nochmal. So. Dann die moderne Ecke. Die sitzen dann echt so ein bisschen im Durchgang, ne? Sollten wir jetzt nicht zu viel... Ja, wobei, ich guck mal, wie das mit den Trennwänden aussieht. Mit den Raumteilern. So, dann habt ihr da zur Küche das Ganze ein bisschen abgegrenzt. Und hier zum restlichen Raum hin. Hologramm, wie viel Platz brauchst du denn? Nicht so viel. Wartet mal. Ich will das jetzt, wie gesagt, nicht zu sehr einengen. Aber so ein bisschen Style wäre doch schon recht geil. So. Ach Gott, wir könnten hier sogar einen Flügel hinstellen. Wie stylisch wäre das denn bitte? Gut, aber ich versuche jetzt einfach mal wirklich jeden Geschmack abzudecken. So, dann hätten wir noch rustikal. Du kommst dahin. Können wir auch drei nebeneinander setzen? Ich versuche das einfach mal. Einfach mal so von Neugier her. Gucken, ob das so passt. So, dann kommt hier noch eine rustikale Menükarte hin. Na, für die Pflanze haben wir da hinten noch Platz. So, wo ist denn der rustikale Raumteiler? Da. Moment, kriegen wir die nicht so synchron nebeneinander? Wartet mal. Nicht so richtig, ne? Das sieht irgendwie ein bisschen komisch versetzt aus. Na, das ist doch mal eine recht schicke rustikale Ecke, möchte ich meinen. So, dann kommt hier natürlich noch ein rustikales Lämpchen hin. Und da noch eins. So, was haben wir noch einfach? Kategorie einfach bleibt noch... irgendwie haben wir das gerade ein bisschen... Seht ihr das? Dass das jetzt gerade so ein bisschen versetzt ist? Ich würde sagen, wir gehen mal kurz aus dem Baumodus raus. Versuchen es nochmal. Vielleicht klappt es jetzt besser. Na, immer noch nicht wirklich. Okay, wartet mal. Da sehe ich was, was noch nicht ganz lobt. So, dann einfache Stühle. Beziehungsweise wir gehen nochmal kurz aus dem Baumodus raus, um zu gucken, ob die Stühle da wieder wegspringen. Ja, okay, irgendwas passt da nicht. Da würde ich sagen, den einen verkaufen wir erstmal wieder. Die stellen wir dann mal so hin. Die bauen wir da hin, vielleicht ist es auch der Weg, egal. So, wir belassen uns dann hier mal mit zwei Stühlen. Aber ein bisschen einfache... So eine einfache Türmatte da in die Ecke. Ein einfaches Lämpchen drauf. Hier ein einfaches Lämpchen. Ich glaube, das ist ja... Der Stilmix, der ist jetzt ein bisschen zu groß, weil jetzt sind alle mehr so... Ne, ja...
Nicht so geil. So. Okay, ich glaube, es ist jetzt ein bisschen zu gedrungen. Ich muss, also man merkt echt, ich habe noch nicht so diesen Blick fürs Kreative wieder planlos. Aber es ist zumindest mal, dass wir uns ein klein wenig mehr damit auseinandergesetzt haben, was wir denn hier überhaupt hinhaben wollen. So, Great Barrier, Tono. Kriegen wir noch eine Gruppe irgendwo mit? Ich glaube, die Frage haben wir uns schon öfters gestellt. Ich glaube, wir kriegen damit keine mehr großartig. Caturato hat eines seiner Restaurants aufgegeben. Seoluru 2, mach weiter Druck. Ja, sehr schön. Geschätzter Herr Montago, wir sind die Ersten, die zugeben, wenn ein Wettbewerber Talent und Durchhaltevermögen zeigt. Aber glauben Sie nicht auch, es wäre besser, uns Ihr Geschäft einfach zu verkaufen? Wir sind bereit, über wirklich günstige Konditionen zu verhandeln. Vorausgesetzt natürlich, Sie ziehen sich aus dem Geschäft zurück. Überlegen Sie es sich. Carlo Caturato, CEO Pizza Catura. Danke, aber nein, danke? Na, mit der Queen kriegen wir sie auch nicht, aber da wäre schöner Umsatz. Ach komm, wir nehmen die Mini Diablo. Watch Hell the Guides. So, Angestellte. Dann gucken wir mal nach den feinsten. Also nicht nach den allerfeinsten Köchen, aber nach doch so ziemlich feinen Köchen. Ja, und das Personal, das darf ruhig dann auch mal ein bisschen netter sein. So, und die Lieferanten. Die sollten natürlich auch top sein. Da gönnen wir uns jetzt auch mal ein bisschen teureres Personal, als wir das eigentlich sonst in der Regel machen. So, wir brauchen hier noch ein Lager in der Nähe, fällt mir gerade ein. Ach stimmt, du brauchst noch hier. Dann nehmen wir nochmal den Einzugsbereich größer. So. Ja, dann pachten wir doch dich. Palato. Und du nimmst Supermarkt. So. Oha. Gucken wir auf die Finanzen. Ja, das war jetzt ein teurer Tag. Okay, aber wir haben auch... wir kommen nicht ganz hin. Wir halten uns nur bedingt über Wasser. Ich muss doch mal bei den Zutaten wieder ein bisschen die Qualität leider senken. Weil ich kann mir das... Ich muss einfach sagen, wie es ist. Ich kann mir das einfach nicht leisten. Wir gehen zumindest auf Wiederverwertung runter. Da sowieso. Hier auch Wiederverwertung. Getreudemutter, es soll nichts weggeschmissen werden. Ne? Auch Wiederverwertung. Und hier dann auch Wiederverwertung erstmal, weil ich will nicht, dass die Zutaten uns auffressen, weil dadurch will ich es uns nun weiß Gott nicht versauen. Okay, da ist jetzt ein Stuhl, der nicht passt, aber das ist mir jetzt gerade sogar ausnahmsweise egal. So. Okay, hätten wir doch jetzt mal einen Lieferant, der ein bisschen schneller die Sachen bringt. Caturato hat eines seiner Restaurants aufgegeben, The Dreamtime. Mach weiter Druck. Lieber Herr Montago, Pizza Caturo wurde vor etwas mehr als 20 Jahren von einem italienischen Einwanderer in den USA gegründet. Dieser Einwanderer sah ihrem Vater verblüffend ähnlich, auch wenn er einen anderen Namen benutzte. Und er tauchte wenige Wochen, nachdem ihr Vater verschwunden war, in Washington auf. Sie finden alle diese Informationen und Fotos zur Firmengeschichte übrigens auf der Webseite dieser Firma. Sie sollten wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Ein Freund. Oha, dann kämpfen wir scheinbar gegen unseren Vater. Das ist interessant und verwirrend zugleich. Was ist das hier eigentlich für ein Gebäude? Eine Sehenswürdigkeit. Wow, ein Tourist gerade da. Aber man kann damit diverse Touristen abstauben. Genauso wie hiermit. Ich würde sagen, das sollten wir auch nutzen. Dementsprechend heuern wir uns gleich mal einen Ganoven an. So, endlich kommen wir auch mal ein paar Zutaten rein, dass zumindest ein paar Bestellungen abgearbeitet werden können. Oh, lauft ihm doch jetzt bitte nicht direkt in die Arme.
So. Dann einmal hier Randale machen. Catturato hat eines seiner Restaurants aufgegeben. Sir Galeru, mach weiter Druck. Ja, sehr schön. Geschätzter Herr Montago, ich weiß nicht, ob wir wirklich verwandt sind. Für mich hieß mein Vater Bartolo Catturo. Dass er ihrem vermissten Vater ähnlich sah, mag Zufall sein. Und ich bin ohnehin nur Adoptivkind und ein paar Jahre älter als Sie. Kein Zufall ist, dass wir uns um den australischen Markt streiten. Sollten wir aber tatsächlich Adoptivhalbgeschwister sein, wäre es dann nicht erst recht besser, diesen dummen Preiskampf zu beenden und endlich wieder Geld zu verdienen? Mein Kaufangebot steht. Carlo Catturato, CEO Pizza Cattura. Okay, Korrektur, wir kämpfen nicht gegen unseren Vater, sondern gegen unseren vermeintlichen Halbbruder. Haben wir noch irgendwas? Was haben wir denn da? Da will einer uns sabotieren. Wir haben gerade keine Polizei in der Nähe. Gut, dann würde ich ausnahmsweise mal hier schließen und ein paar Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. So. Alles klar. Gerade als Catturato das Geld ausgegangen ist, ist ein neuer Investor aufgetaucht, der ihn weiter finanziert. Diesmal werden hochwertige Pizzen nicht reichen. Du musst mit schmutzigen Tricks arbeiten und sie treffen, wo es wehtut. Sabotiere alle von Catturatos Werbeflächen. Geschätzter Herr Montago, es ist wirklich bedauerlich, aber meine Investoren sind leider nervöser, als sie es sind. Einen weiteren solchen Quartalsbericht werden sie nicht akzeptieren. Ich gratuliere Ihnen. Für den Moment sieht es tatsächlich so aus, als hätten Sie gewonnen. Allerdings wird es Sie, fürchte ich, erhebliche Mühe kosten, in Australien wirklich Geld zu verdienen. Die Leute sind jetzt die Dumpingpreise gewohnt. Bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich Ihnen dabei nicht allzu viel Glück wünsche. Und Sie sollten sich Ihre Expansionspläne in den USA sehr genau überlegen. Das ist unser Spielplatz. Carlo Catturato, CEO Pizza Cattura. Mhm. Was, das war's schon? Alter. Wenn auf eines verlasst ist, dann auf die Ungeduld amerikanischer Investoren. Auf die muss Catturato Rücksicht nehmen, aber du nicht. Zeit in die Höhle des Löwen vorzudringen. Amerika ruft. Ja, ihr Lieben, das Kapitel, das war jetzt irgendwie extrem kurz. Also hat mich jetzt auch ein bisschen überrascht, muss ich gestehen. Aber egal, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssikowski.